Hallöchen, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Fallout 4, Folge 19. Wir kommen schon langsam zum Jubiläum, zur Jubiläumsfolge 20. Wir sind hier vor der Cambridge Polymer Labs, vor dieser Tür hier, und wir haben schon Quick gesaved und wir öffnen einmal und gehen rein. Ich hoffe, dass uns da nicht wirklich extreme Gegner erwarten. Aber wir haben uns ja schon gegen Supermutanten bewährt, die auch nicht so schwer waren. Nicht so, wie ich es im Dreierteil kenne vom lieben Honk, den ich wieder mal schöne Grüße da lasse. In jeder Folge, ich weiß, aber mir liegt einfach sehr viel dran, ihm auch zu grüßen. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Was? Was? Unsere Leistungen umfassen ein gutes Gehalt, Krankenversicherung, Lebensversicherung und 2 Wochen Urlaub. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Nein. Für sowas habe ich keine Zeit. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass dies eine gesicherte Einrichtung ist und Besucher nur Zugang zur Lobby erhalten. Okay. Nein, tut mir leid, ich weiß nicht, was mich da erwartet hätte. Also habe ich einfach Nein geklickt. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich schnell? 110. Hoppala, Blödsinn. Inventar. 208. Wir haben 25 Schuss nur noch von der Impro-Repetierpistole. Ja. So, schauen wir mal da. Baseball-Handschuh. Ich werde jetzt nicht so kräftigst looten, ich brauche einmal einen Händler, Leute. Weil sonst muss ich dann wieder alles wegschmeißen und das bringt sich das ganze Looten nichts. Schachtel Zigaretten, Metalleimer, Ordner, Instapüree, nö. Interessante Sachen, Stimpbugs oder irgendwas, loote ich gerne, aber was ist hier am Boden? Da ist nichts, das ist nur ein Papier. Ja, ich weiß, wollte Glanzbox. Was ist hier rausgefallen? Kaugummi. Nö. Schüssel, nö. Kaffeekanne. Ich werde eine Kaffeetasse hier nehmen. Die nehme ich gerne mit. Ich liebe Kaffeetassen. Leute, ich bin ein Kaffeetassenfreak. Wirklich. Ich habe schon jetzt alleine 12 Stück zu Hause. Nur für mich natürlich. Jetzt nur für mich, nicht für meine Frau oder so. Wirklich nur für mich. Aluminiumkanister. Ja. Das ist eine Universität, ist das? Da können wir wieder rausgehen, schätze ich mal. Tür öffnen. Ich lasse es lieber. Noch vorerst einmal. Was ist das hier? Schädel. Nö. Klo. Ah, Stimpex 2. Ja, Leute. Das nehme ich gerne auf. Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen könnten? Außer Klo? Nö. Schätze ich einmal nicht. Was haben wir da? Ja. Da haben wir Bierflasche, Plastikmesser. Nö. Ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht so wichtig. Solange ich keinen Händler habe, da, wo ich genau weiß, wo ich das alles verkaufen kann. So schaut es einmal aus. So, schauen wir mal. Quick saven. Glühbirne. Kombischraubenschlüssel. Ich weiß nicht, der ist ja extrem schwer, ne? Superkleber zum Werkeln für die Werkbank. Löcher nehmen. Nö. Da hat's gebrannt oder was? Ein Sperrenmeister. Na, das. Wie viel brauche ich da eigentlich? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ich weiß, aber ich wollte nur wissen, wie viel Fähigkeiten wir da so brauchen. Würden. Ah! Leute, nö, jetzt bin ich runtergefallen.
Habe ich mir eh nicht verletzt? Nein, habe ich nicht. War ich da drin schon? Na, das ist ja die Tür. So, in Aktenschrank irgendwas drin. Kristalldekanter. Sicherung. Schicke Habe aus der Plastikteller. Ah, ich habe vom lieben Raspoale auch einen Tipp bekommen, dass man diesen Fusionskern für unsere Powerrüstung braucht. Danke noch einmal für diesen guten Tipp und herzliche Grüße an Raspoale. Knochen der rechten Hand, Schreibmaschine, Schreibtisch. Nein, dann nehme ich doch nicht den Knochen. Ich nehme doch keine Menschenteile. Nein, Leute. Was ist hier? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist nichts drin. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Mentats. Nehme ich mal mit. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Kann ich das irgendwie benutzen oder so? Jo. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nichts. Schreiben Sie abgenutztes Klemmbrett. Schreiben abgenutztes. Ja, ich wiederhole, es tut mir so leid, ich wiederhole immer, ich lese immer alles laut vor, was da liegt. Brauche ich nicht, das muss ich ablegen, diese Angewohnheit, alles vorzulesen. Der Honk macht sich schon über mich lustig. Ich hab's verdient, lieber Honk, ich hab's verdient. So, da brauchen wir nichts, was ist das da? Munitionskiste. Oh, Leute! Jawohl! Was das haben wir da? Ist. Super! Sehr cool! Was haben wir da? Günstiger Unterkleber. Schon wieder lese ich vor. Kaffeetasse. Ja, nehme ich. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So. Ah, oh ja, dieser. Ja, das nehme ich aber jetzt einmal. Können wir da auch noch was looten? Ist da noch was drin? Nö. Da ist ja eh nichts mehr. Das ist aber ein kleines Gebäude, Leute. Ah, da haben wir ja das wieder. Das klingt nämlich sehr wertvoll, zumindest dieser Kristalldekanter. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie kann ich ja gleich schauen, Leute. Na, wie schaut's aus? Schrott, Kristalldekanter. Kristallgewicht 3, Wert 18. Ja, sag ich ja. So einer ist 18 wert. Das ist schon mal sehr gut. Ha, super. 220 Gewicht haben wir schon wieder. Ja. Ich würde mal vorschlagen, das war's mit diesem Gebäude. Molly. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Für sowas habe ich keine Zeit. Nein, will ich nicht. Ich muss darauf hinweisen, ja, dass dies eine gesicherte Einrichtung ist und Besucher nur Zugang zur Lobby erhalten. Das interessiert mich jetzt nicht. Dann greif mich an, dann mache ich dich alle. Das ist einmal eine, da ist einmal eine Tür. Die könnte ich öffnen. Da wird sicher Stimpex gemacht. Ah, Quantum. Oh, Nuka-Cola, Quantum. Das sind sicher cool. Da haben wir eine Nuka-Cola. Fleisch vom Mischlingshund, Wodka. Sehr gut. Trinkglas. Lecker. Kaffeetasse nehme ich gerne mit. Ja, jedes Mal lese ich es vor. Ich habe die Angewohnheit. Es tut mir auch so leid. Jawohl, wieder eine. Na super. Ja, also, diese Sitzung ist kurz, also das ist eine kleine Session. Bei mir dauern die Sessions nicht so ewig lange.
Okay, das ist doch ein größeres Gebäude, Leute. Sind wir da? Das brauche ich halt. Ah, super. Stimpaks. Das können wir alles verkaufen. Unter die Messe ist gegangen, Sir. Abdrehen. Radio möchte ich nicht. Bück dich nicht. Die Seife. Was ist das? Dusche, klar, aber kann man die aufdrehen, wollte ich damit einfach nicht wissen. Nein, kann man nicht. So. Gut, da sind wir fertig. Was haben wir da schnell? Ah, ja, genau. Habe ich schon geschaut. Das sind Spinde. Nein, brauche ich nicht. Für was das jetzt eigentlich gut ist, diese Kamera, weiß ich ehrlich gesagt. Right away. Ja, das ist mir wichtig, dieses Right away. Können wir da rein? Achso, nein. Ich will die Angel nicht haben. Was haben wir da? Bewege ich mich hier eh nicht irgendwie auf dünner Mais? Das ist verschlossen, lasst mich raten. Ja, das geht das Terminal dann auf. Also, wir werden wieder einen Quick Save machen. Ich brauche ich hier nicht. Ich bin ja schon so gewohnt, bei den Let's Plays macht das der Honk immer, weil im dritten Teil ja dieses Terminal für immer gesperrt ist. Aber hier beim vierten Teil ist es eh nach 10 Sekunden wieder aktiviert. Also. Dekontaminierungssequenz beginnen. Ah, okay, das heißt, wir haben da keine Verstrahlung mehr drin. Nein, nein, nein! Cambridge Polymer Lab schließt das Forschungsprojekt ab. Finde eine andere Möglichkeit, um das Labor zu entkommen. Leute! Leute! Ich bin doch ein Vollhorsti. Was mache ich denn hier? Was ist das? Äußere Reinraumtür öffnen, innere rein. Systemfehler. Funktion steht derzeit aufgrund der Sicherheitsabriegelung nicht zur Verfügung. Oh, Leute. Innere Raumtür öffnen. Systemfehler. Funktion. Leute. Ich bin doch ein Vollhorsti. Jetzt ist kein Red mehr. Ja, ich hab's ja dekontaminiert, ne? Eigentlich sollte da nichts mehr sein. Radioaktives Isotop benötigt. Ich bewege mich da. Entfernt. Die Probe habe ich entfernt und hier reingegeben. Oh. Also das ist schon wirklich Becherglasständer. Also Leute, das. Ich hoffe nicht, dass es Quick saved. Das muss ich hier alles noch einmal machen. Weil normal gespeichert habe ich nicht. Ja.
Coole. Die haben sich verwandelt. Kronkorken 10 mm. Ja, super. Einen Malpinsel brauche ich nicht. Also ich bekomme kein Rad mehr dazu, kein Red. Bekomme kein Red mehr dazu. Wenn ich jetzt ins Wasser gehe, dann sicher. Silberne Taschenuhr. Also, es ist ein gefährliches... Was ist das hier? Weg da. U-Bahn-Marke nehme ich mir mal mit. Kritischer Treffer. So wenig Patronen wie möglich vergeuden. Wie viele Patronen habe ich hier eigentlich? 6 Schuss eigentlich in einem. Das ist nicht viel. Reagenzglasbehälter. Hier haben wir eine unbekannte Probe. Was ist das hier? Chemikalienschutzanzug. Das kann ich jetzt nehmen. Apropos Anzug. Also ich habe jetzt Anzug. Das heißt Kleidung. Super Mutantenhelm. Du kannst den Gegenstand nicht ausrüsten. Okay, kann ich nicht. SB-Uniform. 2 Schutz. 4 Abwehr. Nö. Super Mutantenhelm. Chemikalien-Schutzanzug. Sollte ich das machen, Leute? Chemikalien-Schutzanzug. Ja, so schaue ich jetzt aus, Leute. Also, ich kann kein Red mehr bekommen. Sollte kein Red mehr bekommen. Ich sollte mir das mal durchlesen, Leute. Ich nehme das einfach. Echt. 1000% Resistenz. Also, das kann ja nichts mehr passieren, Leute. Würde ich mal vorschlagen, ne? Da haben wir Stimpex und Redex. Jawohl. Ja. Wenn man das gebrauchen kann, fresse ich mir den Besen. Blutpaket, eklig. Ja, Fusionszelle. Das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Schmutziges Wasser, nö. Einkaufskorb, Leute. Also diese Ghule sind ja in diesem Teil viel leichter als was ich beim Honk im dritten Teil gesehen habe. 2 Schüsse und die sind hinüber. Esotronic. Okay. Aluminiumkanister. Nö. Da ist noch so ein Ding. Probe. Die bewegen sich noch immer. Leute, das ist ja im Dreierteil, was ich weiß, was ich gesehen habe. Bewegen sich die ja gar nicht und ist auf Pause gedreht. Hier bei diesem Viererteil bewegen sich die sogar noch, wenn ich im Fatz bin. Seht, die bewegen sich noch ein bisschen. Oder täusche ich mich da? Also die sind sehr, sehr einfach. Ja, Leute.
machen wir, glaube ich, im Labor in der nächsten Folge weiter. Würde ich mal sagen. Tafellöffel. Nein, brauche ich nicht. Kronkorken. Wie viele Kronkorken haben wir eigentlich schon? 476 nur. Okay. Wie viele Red haben wir? 100 Ja, schauen wir uns das einmal an. Glück zeigt, wie gut ist das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Nö. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Klingt gut. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Bestimmt übrigens Kunst zu verbessern. Nö. Ausdauer. Ausdauer ist deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deiner Wahrnehmung. Achso, das habe ich alles. Ah, da ist es so, da kannst du es dir nicht aussuchen. Das sind die Skills. Baba. Kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen plus 5% mehr Schaden. Härte, jetzt kannst du richtig einstecken. Du erhältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Pistolen und Patronen in Schusswaffen verursachen 5% mehr kritische Schaden. Das kann ich auch nicht anwählen. Also das kann ich auch nicht anwählen. Also man kann sich das nicht aussuchen, man bekommt es einfach. Okay, das ist in dem Teil anscheinend so. Oder bin ich einfach nur doof, so wie immer. Das kann natürlich sein. Leute, sagt's mir's bitte. So, liebe Leute. Diese Folge neigt sich dem Ende zu. Wir werden hier... nicht quicksafen. Wir werden einfach in der nächsten Folge weitermachen, liebe Leute, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, bis zur nächsten Folge, Jubiläumsfolge 20. Ich sage Game Over und wer ist das? Ja, Game Over und ciao.